Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Vorab nun hier eine kleine Beschreibung unserer Sprecher des heutigen Abends. Manfred Lorenz, unser Maniolo, begleitet uns wieder zwischen den Sprechern durch den Abend mit Informationen rund um die Montagsinfo. Heute in speziellen der Bildung und natürlich vom Mensch sein dürfen. Franz Kurz, Direktor der HTL Heilein, erzählt vom heutigen Schulleben und was ihm sonst noch dazu einfällt. Axel Burkhardt von der Akademie Zukunft Mensch präsentiert die Waldorfschule, eine Pädagogik für die Seele des Kindes. Roman Badivi, Mitbegründer von Creality, spricht über die Entfaltung menschlichen Potenzials. Hartwig Sojoje Rothschild spricht über das bedingungslose Grundeinkommen und über direkte Demokratie und deren eventuellen Realisierung. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Bevor nun die 8. Montagsinfo beginnt, besprechen wir noch die letzten Einzelheiten. Machen den Soundcheck und in dieser Zeit haben Sie noch für eine Minute Zeit, sich ein Schreibzeug bereitzustellen. Denn heute haben wir wieder vieles, das es lohnt, sich aufzuschreiben. Wie ist es eigentlich, wenn die vom Fernsehen neu da sind? Wenn die vom Fernsehen neu da sind, dann muss man aufpassen, die Scheiben keinen Sprung kriegt. Nazi. Es kommt wahrscheinlich so. Und Action. Okay, ich würde gern weitermachen, damit wir zum Schluss einfach auch noch genügend Zeit haben, das Funkmikrofon rundum gehen zu lassen.
um eure Fragen zu beantworten, die ihr euch entweder merkt oder auf die grünen Kärtchen schreibt. Und ich habe noch ganz eine interessante Anmerkung, bevor ich jetzt ein Lied über Götter singe. Schön, dass der Axel Burkhardt uns das ein bisschen hingestupst hat. Diese Göttlichkeit oder Gottlichtheit, die uns allen angeboren ist. Ich sage immer ganz gern, wir erblicken nicht das Licht der Welt, sondern wenn man die Kinder so anschaut, dann bringen sie das Licht hierher. Weil wenn man da jetzt in den Raum ein kleines Kind reinschiebt, wenn es jemandem auffällt, dann wird es da plötzlich ganz andächtig und jeder schaut das Kind an. Und dann taube, halbblinde, gehbehinderte, kleine, große, dicke, dünne, alle schauen auf das Kind und mei. Ja, das heißt, da muss ein Licht davon ausgehen. Und es ist ja ganz interessant, dass wir dann sagen, mei, das schmeckt ja göttlich. Oder du wackelst ja wie Götterspeise. Oder wir sagen auch gern Grüß Gott in Bayern. Eigentlich heißt es ja Christi Gott. Da ist nämlich das Du drin. Das ist im Prinzip das In La Kech oder das Namaste der Bayern. Christi Gott. Wir sagen aber dann ein Pfirti Gott, wenn wir was abpfirti Gott. Ja, da ist dann das Pronomen wieder drin, ein Pfirti Gott. Aber Grüß Gott sagt man dann immer so ohne dich. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns schon auch wieder als das erkennen, was wir sind und dass jeder einfach da auf dem Plan Eden seinen Weg geht und dass einfach schön ist, dass wir die Wege miteinander gehen können, wenn sie auch nicht immer Parallelslalom sind oder manchmal mit einem kleinen Impact auf der Straßenkreuzung enden. Es sind auf Straßenkreuzungen schon Ehen geschlossen worden nach einem Unfall. Also manchmal schickt dir das Schicksal das Ganze ein bisschen anders. Dann hat der Axel noch was Nettes genannt, weil wenn wir so Gott oder den Glauben oder die Glaubensmuster in den Mund nehmen, sind wir ganz schnell bei Sekten. Ich gründe ständig Sekten. Ich habe zu Hause sogar ein paar Insektenhäusl. Das ist ganz wichtig. Und ich habe eine schöne Definition. Ich habe zwei Definitionen für Sekten. Die eine stammt von Karl Pilsel. Das ist ein bisschen so ein Wirtschaftsprediger, dem ich vor einigen Jahren auch ein enger Freund war. Und ich ihn immer noch schätze, die hat mir gesagt, Sekten sind sie einfach zu erkennen. Sie arbeiten mit Angst und sie verlangen Geld. Und wenn wir schon beim Geld sind, wir verlangen nichts, aber wir bedanken uns an dieser Stelle für eure Spenden, die ihr auch immer so im Vorbeigehen da hinten beim Schacht alleine schmeißt. Weil auch obgleich jetzt der Roman, der Klaus von Uki Talk, das Team da, ich, die Isabella, die Silvia und alle, die da mitwirken, direkt, indirekt, vorn und hinter den Kulissen. Wir machen das alles aus freien Stücken und wir legen unseren Sprit drauf und wir machen unsere eigenen Sachen und wir nehmen uns die Zeit frei, einfach weil wir es von Herzen raus tun. Und es geht uns auch nicht um Mehrheitsbildung, wie man sieht. Ja? Wichtig ist, dass wir einheitskompetent sind. Und darum herzlichen Dank für eure Gaben, für eure Austritte aus dem geistigen Hamsterkäfig, wo dann oft auch was übrig bleibt und das dann da reingeht. Sehr nett von euch, sehr schön. Das ist die erste Definition. Also sie arbeiten mit Angst und es kostet, diese Angst zu haben. Vor allem, wenn man dann weggeht, dann kriegt man es mit Angst zu tun. Die zweite Definition stammt von einem lieben Menschen, den ich sehr schätze. Das ist der Mitbetreiber von Bäckerhäusl, unweit von hier in Oberwang. Das Domizil von Joe Kreisel und der Freeman-Bewegung. Das ist der Gerhard Schneider. Der hat einen sehr interessanten Blog, der mittlerweile bis zu 10.000 Leute pro Tag da drauf zieht, weil er einfach alles zusammentragt, was gut und interessant und was auch immer ist. Manchmal ist es gruselig, was er macht, aber es ist wurscht. Und der hat mal ein schönes Geschichtel gesagt über Sekten, nämlich Sekten sind Menschen, die offen zugeben oder zeigen, dass sie mehr wissen, als man ihnen erlaubt, wissen zu dürfen. Also das heißt, alles, was außerhalb des Mainstreams gewisse Dinge an den Tag legt, die nach Sicherheit klingen, wird gefährlich. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder rechte Ecke oder Sekte. Oder beides an drei Möglichkeiten.
Manche stellt man so weit rechts, dass links schon wieder kämen. Okay. Auf diesem Be Free Day am 23. Also ein Nachlacher. Ja, das ist wie mit den Billiglöhnern. Die gehen auch so weit nach Osten bis hinten über Kanada, im Westen wieder kämen, weil sie vorne nicht sehen, dass hinten die Beringstraße bloß ein Steinwurf ist. Du kannst mit den Billigarbeitskräften nicht immer weiter nach Osten gehen, du kommst wieder bei dir selber an. Und das ist auch gut, also mittlerweile haben wir ja Globuli, da kann man es besser erkennen, dass die Welt eine Kugel ist. Und da oben wird es auch langsam wieder rund, Gott sei Dank. Ja, ein Mensch, der sprechen wird am 23.04. ist Peter Christoph, der Begründer von Asgard. Das ist also eine Wahnsinnsidee, ähnlich wie beim Joe Kreisel. Der geht davon aus, dass wir Götter sind und wo Menschen sich treffen, die leuchten können, einfach das Paradies entsteht. Willkommen in Paradise. Und das Lied heißt Asgard, der hat eine Webseite und ich habe dazu einmal ein paar Sachen empfangen und das singe ich jetzt. Asgard, Heimatland, wo die Götter wiedergeben einander ihre Hand. Oh, Asgard, Weltenort, wo wir als Götter wieder leben in einem Fort, wo wir einander sehen, lassen wir Asgard entstehen. Dort, wo Asen Asen sind, erinnert sich ein jedes Kind und weiß, Heimatland, wo die Götter wieder leben, gemeinsam Hand in Hand. Oh, Asgard, oh du heiliger Ort, wo Wahrheit, Liebe ist in jedem einzigen Wort, weil wir aus Asen sind in dieser schönen Welt, so zeigen wir das Stolz. Mit alter Ahnenkraft und Tosenmölnje fest am Schaft erkennen wir uns wieder. Wir Asen widmen uns all dem Schönen in der Welt mit Liebe, Weisheit und viel Mut. Wir säen Frieden in die Welt und sind auf menschlich eingestellt. Und wir sind eins in Asgard, 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 oh, Asgard, 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 wir sind. Vielen herzlichen Dank, Asgard, da sind auch die Gärten drin, das sind Asengärten, Paradiesgärten, das ist wieder die Brücke zum letzten Mal, zu den Gemeinschaftsgärten und da möchte ich auch noch kurz was sagen dazu. Und zwar, da gibt es schon eine ganze Menge, Mignon. Also, es gibt Pflanzerei Schallmoos, Stadtgarten Salzburg, Initiative Stadtteilgarten Itzling zum selber pflanzen, interkultureller Gemeinschaftsgarten Neumarkt am Wallersee, Waldgarten Eigen, Erdling, Verein für kooperative Landwirtschaft vom Konsumenten zum Co-Produzenten, Einkaufsgemeinschaft Salzburg, Food Cops,
in Salzburg. Was gibt's da noch? Solawi Gemeinschaftsgarten, Johannahof und Anastasialand. Da steht übrigens der Rupert Peterlechner, sitzt dort hinten. Das ist der Mr. Anastasialand. Schön, dass er da ist. Ich glaube, es gibt in Europa kaum einen Fleck, wo nicht irgendwo eine Pflanze vom Ruppi wächst oder irgendwas steht über die Jahre. Also der hat seine Setzlinge, seine Kinder schon weit verbreitet. Ja, wer diese Liste haben möchte, bitte zu der Isabella gehen, E-Mail geben. Isabella ist die Frau mit dem fallenden Haar, die manchmal Brille trägt, manchmal nicht, genau. Und lasst euch das zuschicken. Da sind die Webseiten drauf und so weiter. Also wer gern gatteln will und wem es daheim nicht genug ist, es gibt Helping Hands, sind überall gern gesehen. Noch zwei Veranstaltungshinweise. Und zwar am 30. März bin ich als Musikant zu Gast bei der Manuela Geiswinkler und ihrem Freundeskreis. Da gibt es jetzt eine www.freundeskreis-salzburg.at, eine neue Seite. Und wir werden das machen im Wesnerhaus in Liefering. Also 30. März ist auch ein Montag. Und wir kommen uns da in die Quere, weil das nächste Mal Montagsinfo hier ist am 20. April. Also wer jetzt Schreibzeug nicht auspackelt, hat ein Superhirn. Oder einen Computer daheim. So, jetzt leite ich über zu einem sehr, sehr interessanten und spannenden Gast und Redner. Wir sind uns schon oft über den Weg gelaufen, aber über knapp vorbei. Sei es über Wertevoll Leben oder andere Initiativen. Der Roman Padivi ist eine Koryphäe, wenn es darum geht, Menschen potenzialgerecht zu vernetzen. Und das Potenzial hat ja was mit Kraft zu tun. Ja, Potenz ist ja die Kraft, nicht die Manneskraft, sondern grundsätzlich, es gibt ja viele Potenziale. Es geht um Kräfte, es geht um Talente, es geht um menschliches Sichtbarmachen. Und schön, dass er heute den Weg gefunden hat, auch auf eigene Kosten von Wien daher zu fahren, um jetzt für Sie da zu sein. Also nicht, weil er in Wien keiner mehr zuhört, der hätte genug zu tun. Schön, dass er da ist. Roman, bitteschön. So, einen wunderschönen guten Abend. Funkmikrofon ist es keins, wie ich gerade herausgefunden habe. Doch? Sonst kann ich so richtig herumgehen damit, weil ich gehe ab und zu auch ganz gerne durchs Publikum. Ich laufe, muss schon gehen. Muss schon gehen. Hallo, wunderbar. So, mein Name ist Roman Padivi. Ich komme aus Klosterneuburg, das ist nahe Wien, in Niederösterreich, 14 Kilometer davon entfernt. Ich habe eine Tochter, die 15 Jahre alt ist, bin auch begeisterter Vater. Wir verbringen, also die Lea und ich, meine Tochter, jede Woche, sagen wir, 2 bis 3 Tage, seitdem sie auf der Welt ist, trotz meiner Selbstständigkeit. Und ich darf mich zuerst einmal bedanken bei der Isabella, dass ich heute hier die Möglichkeit habe, vor euch zu sprechen. Ich darf mich auch bei meinen Vorrednern bedanken, weil das schon ein bisschen in das Thema hineingeleitet hat, über das ich heute sprechen darf, das mir auch sehr wichtig ist. Nämlich, welche Möglichkeiten wir Menschen eigentlich haben, welche Potenziale und wie wir diese Potenziale zur Entfaltung bringen. Und erst im Nachhinein bin ich drauf gekommen, dass mein eigenes Leben eigentlich, sage ich einmal, für mich selber richtungsweisend war, aber erst im Nachhinein, wie ich es im Nachhinein betrachtet habe, weil ich eine durchaus wechselhafte Geschichte habe mit sehr viel schwierigen Situationen, die mich aber an den Punkt gebracht haben, selbstständig zu denken. Und dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar und auch den Situationen, die mir da begegnet sind. Und ja, wie hat das Ganze begonnen? Wie hat mein Lebensweg begonnen? Er hat so begonnen, dass ich, sage ich mal, sehr gern Lego gespielt hat. Lego wird ja jeder oder jede von euch wahrscheinlich noch kennen. Ich glaube, das ist ja im Großen und Ganzen noch die Generation Lego, die hier sitzt. Und ich habe tagelang in meinem Kinderzimmer verbracht. Meine Mutter konnte entweder nicht rein ins Zimmer oder nicht raus, aus den verschiedensten Gründen.
Und meistens hat es damit zu tun gehabt, dass im ganzen Zimmer riesige Landschaften aufgebaut waren, dass Züge vom Kinderzimmer durchs Wohnzimmer in den Garten rausgefahren sind, teilweise auch über den Weg drüber zum Nachbarn und wieder zurück, dass sich die Tür automatisch geöffnet und geschlossen hat mit irgendwelchen Konstruktionen, die wir gebaut haben. Und das hat mir sehr gut gefallen, diese kreative Welt. Und was mir am Lego besonders gefallen hat, man hat lauter so kleine Steine, aus denen man sich die Realität zusammenbauen kann. Und in Wirklichkeit sind diese Lego-Steine eigentlich nur ein Symbol für unsere Potenziale. Wenn wir die richtig zusammensetzen, dann können wir auch unsere Wirklichkeiten selber bauen. Und da werde ich dann auch noch gleich darauf zurückkommen, wie das dann tatsächlich funktionieren kann. Aber was ist dann passiert? Nach dieser Lego-Bauphase und der Volksschule bin ich dann in die sogenannte integrierte Gesamtschule gekommen. Das war so ein Schulversuch, wo untere und obere Schulstufe in einem Schulmodell zusammengefasst war. Da hatte ich sehr viel Kontakt mit Medien. Und als die Schule dann zu Ende war, hat sich die Frage gestellt, so, und was machst du jetzt, Roman? Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß noch nicht so recht, was ich machen soll, was könnte jetzt der nächste Schritt sein. Technik hat mich immer schon interessiert, also habe ich mich bei der HTL angemeldet in Mödling. Schade, dass der Kollege nicht mehr da ist. War keine so berauschende Erfahrung, war, sage ich einmal, sehr konservativ. Ich bin da reingekommen, man musste erst einmal wochenlang an so einem Metallstück herumfeilen. Habe ich nicht ganz verstanden, warum das die Maßnahme der Wahl ist, um die Begeisterung der neuen Schüler zu wecken, wenn ich da jetzt 3 Monate lang an so einem Metallstück herumfeilen muss. Und das war dann ausschlaggebend, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, ich will nicht mehr in diese Schule gehen. Und er gesagt, gut, dann vielleicht eine andere Schule. Und habe ich gesagt, nein, ich will überhaupt nicht mehr in die Schule gehen. Das macht mir keinen Spaß. Und das hat mein Vater mal zur Kenntnis genommen und hat sich gedacht, ja, das ist vielleicht so eine vorübergehende Phase, morgen ist es wieder vorbei. Und am nächsten Tag war es nicht vorbei. Ich habe mich dann am Boden geworfen, 3 Tage lang, und habe geweint und geschrien und gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule. Und da hat mein Vater gefragt, wieso und warum? Habe ich gesagt, naja, die engen mich zu sehr ein. Ich kann meine Ideen dort nicht ausbreiten. Und hat mein Vater kurz überlegt und hat mit mir einen Deal gemacht und hat gesagt, okay, wenn das ist, was du willst, dann geht das in Ordnung. Ich nehme dich aus der Schule raus, aber da musst du natürlich viel mehr Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und habe ich gesagt, ja gut, das können wir so machen. Und was war der nächste Schritt? Ich bin dort raus, habe mir dann selber einen Lehrplatz organisiert als Fotograf, habe die Fotografenlehre gemacht, bin dann raus aus der Fotografenlehre, war dann eine Zeit lang Discjockey. Als Discjockey habe ich dann angefangen, Tapes aufzunehmen mit selbstgesprochenen Moderationen, habe die an Ö3 geschickt. Und bei Ö3 habe ich dann so oft angerufen, bis der Hans Leitinger damals, der Chef war, gesagt hat, bevor ich Ihre weiteren Anrufe ertrage, kommen Sie bitte her. Und ich bin dann dort vorbeigekommen, habe dann Platten geschlichtet, dann bin ich Radio-Discjockey geworden. Die nächste Station war dann, dass ein Freund mich engagiert hat für eine IT-Firma, weil gerade irgendwelche Telefonleute dort ausgefallen sind, die neue Kunden am Telefon anrufen. Bin dann dort relativ schnell zur Assistenz der Verkaufsleitung aufgestiegen, ohne eine Ahnung davon zu haben, und war dann irgendwann einmal dort, sage ich einmal, im Verkauf tätig, dieser Firma in leitender Position. Aber mir geht es weniger darum, darzustellen, die Erfolgsgeschichten, sondern was mir dann rückwirkend aufgefallen ist, irgendwann einmal so nach ein paar Jahren, hey, ich habe ja für all das überhaupt keine Ausbildung. Ich habe ja überhaupt keinen einzigen Zettel. Ich bin auch nie in die Situation gekommen, irgendeinen Zettel herzuzeigen. Vielleicht liegt es daran, dass ich so früh rausgegangen bin aus dem System, dass ich da irgendwie auf eine gewisse Art gerade durchmarschiert bin. Irgendwann habe ich mir dann 1994 gedacht, es wäre schön, eine neue Fernsehkultur in die Welt zu bringen, und habe relativ schnell gesehen, dass das auf dem normalen Weg nicht gehen wird. Fernsehsender gründen ist zu teuer, also haben wir uns mit dem jungen Medium Internet beschäftigt,
und haben dann angefangen zu programmieren, ohne zu wissen, wie das funktioniert, haben es uns selber beigebracht. Und irgendwann war die Sache dann einmal so groß, dass eine österreichische Firma auf uns aufmerksam geworden ist und am Ende ist dann ein börsennotiertes Unternehmen entstanden. Aber zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich noch nicht ganz klar, was ich hier eigentlich mache. Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als dass ich an alles, was mich interessiert hat, habe ich geglaubt. Also es hat mich irgendwas interessiert, es hat mich etwas fasziniert und dann habe ich daran geglaubt, dass ich das gut kann, ohne von irgendjemandem eine Bestätigung einzuholen oder mich auf nur einer einzigen Prüfung auszusetzen. Was aber nicht heißt, dass ich die Dinge nicht gelernt habe, nur ich habe sie erst am Weg gelernt, nach dieser Entscheidung etwas zu machen und nicht vorher. Und diese Selbstbeobachtung, die eigentlich relativ spät erst gekommen ist, hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, naja, eigentlich müssten das ja alle Menschen so können. Weil wenn ich keiner dieser Berufe, die ich hier ausgeübt habe, jemals gelernt habe, was hat dann dazu geführt, dass ich in all diesen Bereichen so weit gekommen bin? Eigentlich nur die Tatsache, dass ich mir meine Begeisterung erhalten habe. Und für mich war relativ schnell klar, dass dieses Schulsystem, so wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben und teilweise auch heute noch haben, oder dieser Umgang mit Menschen eigentlich, dem nicht sehr förderlich ist. Warum? Weil die Menschen auf die Dinge fokussiert werden, die sie nicht so gut können und ihnen das vermittelt wird, du musst jetzt erstmal ganz lang lernen, bis du richtig gut bist und wenn du dann richtig gut bist, dann darfst du raus in die Welt und dann darfst du das machen. Und das habe ich umgekehrt gemacht. Ich habe mir zuerst die Erlaubnis erteilt, dass ich gut bin. Ich war natürlich nicht wirklich gut in den Dingen, die ich gemacht habe. Ich war teilweise vermutlich ziemlich schlecht. Aber der Punkt ist einfach dadurch, dass ich es gemacht habe, bin ich natürlich dann hineingekommen in das Thema und habe sukzessive gelernt, mit den Dingen umzugehen. Und dann ist auch eine Qualität in die Arbeit gekommen. Und da es niemanden gab, der mich bewertet hat, konnte ich diesen ganzen Weg gehen. Und dann war die Überlegung nach diesem Internet-TV-Projekt, das wir bis 2002 gemacht haben, nach einer kurzen Pausephase, was könnte ich als nächstes machen? Und dann habe ich mich an meine eigene Lebensgeschichte erinnert und habe mir gedacht, wie super wäre das eigentlich, wenn alle Menschen ihr Potenzial entfalten können? Was wäre das für eine kreative Explosion? Allein nur in diesem Raum, so wie wir heute hier sitzen, sehen wir hier im Moment sitzenderweise Minimum 5.000 bis 7.000 Potenziale. Und das ist keine fiktive Zahl. Das ist etwas, was wir heute in unserer Arbeit bei Creality als Durchschnittswert jeden Tag sehen. Pro Person zwischen 70 und 130 Potenziale. Das ist das, was jeder Mensch kann. Und inspiriert von dieser Wahrnehmung bin ich irgendwann einmal im Café Sperl gesessen, das ist so ein typisches Wiener Café, und sitze dort, und weil ich relativ oft dort sitze, fällt mir auf, dass es da bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die sich immer wieder treffen. Die treffen sich einmal in der Woche und reden miteinander. Ganz verschiedene Altersklassen, verschiedene soziale Schichten, verschiedene Themen. Aber was fällt mir dabei auf? Die einen Gruppen treffen sich immer wieder nur um zu reden und gehen wieder nach Hause. Reden und gehen wieder nach Hause und es passiert nichts. Die anderen schaffen es aus irgendeinem Grund, Dinge dort zu formen. Die fangen sich an, irgendwie zu vernetzen und setzen dann Dinge in Bewegung. Da habe ich mir gefragt, was ist der Unterschied? Was können die einen, was die anderen nicht können? Dann bin ich auf die Straße gegangen und habe irgendwelche wildfremden Menschen gefragt, was ist dein Potenzial? Also wirklich Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und nach einer kurzen Phase der Verwunderung bin ich dann ins Gespräch gekommen mit den meisten. Und dann ist ein interessantes statistisches Ergebnis rausgekommen. Bei 95% aller Menschen, die ich gefragt habe, was ist dein Potenzial, war die Liste extrem kurz. 4 bis 5 Dinge. Mein Beruf, mein Hobby, was ich gern mache und wo ich auf Urlaub hinfahren will. Bei den anderen 5%,
Und das war das Erstaunliche, da gab es keine Verbindung, weder das Geschlecht noch das Alter, die Menge Geldes, Bildung, es gab keine Verbindung. Also was hat diese 5%, die sich unterschieden haben von den 95, deren Liste extrem lang war, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden. Ja, ich kann das und ich kenne den und ich fahre dorthin und kennst du das und willst du da mitmachen und so weiter und so fort. Ja? Gefragt, was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist, dass diese Menschen gar nicht mehr können als die anderen und auch nicht besser sind als die anderen, sondern sie bewerten ihr eigenes Potenzial positiv. Das heißt, weil sie es positiv bewerten, wissen sie auch darüber, können es aufzählen, können darüber reden und sie kommunizieren auch darüber. Das ist der Unterschied. Und jetzt war die nächste Überlegung, wie wäre es, wenn die ganze Welt so wäre? Wie wäre es, wenn wir in einem Meer an Möglichkeiten schwimmen würden? Das wäre unglaublich, dann könnten wir alles realisieren, was wir uns nur vorstellen können. Weil die Lösung für die meisten Projekte, Ideen, Träume, die ihr habt, ist hier mitten im Raum. Die ist nicht da draußen und die ist auch nicht auf der Bank. Wenn endlich irgendwer die 100.000 Euro Sponsoring endlich einzahlt, dann geht es wirklich los in meinem Leben. Dann wird endlich mein Projekt und meine Selbstverwirklichung beginnen. Nein, wir sind die Antwort darauf. Also wie bringen wir die Welt oder uns Menschen in einen Zustand, wo wir einerseits über unser Potenzial wissen, darüber reden und erzählen können, auf der anderen Seite diese Wahrnehmung, die wir uns von uns selber haben, auch kommunizieren. Und da haben wir dann relativ lang nachgedacht und wir sind ja damals gerade mit einem Internetprojekt fertig gewesen, aber irgendwie hat eine innere Stimme gesagt, rein im Internet wird das nicht funktionieren, menschliches Potenzial weltweit verfügbar machen. Es wird nicht funktionieren. Warum? Weil es was mit Menschen zu tun hat. Es hat was damit zu tun, dass Menschen aufeinander zugehen und über ihre Möglichkeiten reden. Also ein neues Paradigma, eine neue Idee. Wir sind die erste Internetfirma der Welt, die live existiert, also wirklich bei den Menschen und online. Warum? Weil wir diese Potenziale und diese Möglichkeiten erstmal an die Oberfläche holen müssen. So wie bei einem Geysir, ja, bei einer Tiefenbohrung, wo dann irgendwann mal so richtig das Wasser daraus sprudelt und mit der ganzen Kraft nach oben kommt. Das ist mal der erste Schritt. Das ist etwas, was mit den Menschen passieren muss. Es hat mit Internet gar nichts zu tun. Da müssen wir an einem Tisch sitzen oder zusammen sein in einem Raum, uns gegenseitig inspirieren und dann kommen all diese Möglichkeiten nach oben. Das ist der erste Schritt. Und das als standardisiertes Verfahren, so dass wir im Prinzip das auf der ganzen Welt machen können. Dass es jeder Klempner und jede Hausfrau auf der ganzen Welt auch selber durchführen kann. So einfach muss es sein. Weil menschliches Potenzial gehört eigentlich auf die UNO-Liste der Dinge, die jeder Mensch haben sollte. Genauso wie Wasser und Essen. Weil ohne Möglichkeiten gibt es überhaupt kein Vorwärtskommen. Wir alle profitieren von anderen Menschen und ihren Möglichkeiten. Es gibt keinen Schritt weiter ohne andere Möglichkeiten. Wir haben im Moment ein kleines Problem. Dazwischen steht Geld als Medium. Ja? Und jetzt haben wir die absurde Situation, und das heißt nicht, dass ich Geld schlecht finde. Ich werde das dann auch noch nachher kurz relativieren, aber es wird ein bisschen überbewertet. Wir haben die Situation, wenn man so auf eine Stadt draufschaut von oben und man nimmt überall die Dächer weg, dann sitzen da ungefähr 120.000 Leute oder vielleicht auch 300 oder 500.000 mit verschränkten Armen und sagen, ich warte mal auf Budget. Ja? Ich bin ja nicht blöd. Ich warte mal. Ja? Oder ich warte auf Bezahlung und wenn mich jemand bezahlt, dann bewege ich mich. Und so halten wir uns selber unter Kontrolle, gegenseitig. Da brauchen wir gar keine bösen Banker, das erledigen wir alles selber. Ja? Und um diese Situation ein bisschen aufzulösen, ist der erste Schritt, dass wir unsere Möglichkeiten erkennen und die nach oben befördern. Und das können wir machen in einem Prozess, der kaum länger als 4,5 Stunden dauert. Und der zweite Schritt ist, all diese Möglichkeiten untereinander zu verteilen. Mit einer Plattform, die genauso einfach zu bedienen ist wie Google, wo ich einfach eingebe, welche menschliche Möglichkeit suche ich und dann sehe ich all die Möglichkeiten der anderen Menschen. Und auf diese Weise kommen wir
mit sehr wenig Menschen in ein riesiges Meer an Möglichkeiten. Also wenn wir uns nur vorstellen, 1 Million Menschen würden dann ungefähr 100 Millionen Möglichkeiten produzieren. Und das wäre nur eine extrem kleine Internetplattform oder ein extrem kleines soziales Netzwerk. Und in 100 Millionen Möglichkeiten, da ist alles drin, was ihr euch vorstellt, absolut alles. Da ist vollkommen egal, was du da reinschreibst. Wenn du reinschreibst, ich suche jemanden, der mit mir gemeinsam auf den Mars fliegt, dann wirst du mit Sicherheit Leute finden, die das auch gut finden. Und vermutlich auch Leute, die diese Möglichkeiten auch technisch unterstützen können. Das ist unsere Erfahrung. Wir sind die Antwort und wir sind das Potenzial. Und was wir machen können, ist, wir können dem eine Infrastruktur geben, weil es uns zu wenig war, nur zu sagen, ja, das ist toll und wir halten jetzt ein paar Vorträge und schreiben ein paar schöne Bücher, dann geht ihr alle total inspiriert nach Hause und denkt, hey, das war jetzt ein geiler Vortrag, super, und am Montag in der Früh wachst du mit der gleichen Müdigkeit auf, weil du wieder zurück bist im alten System. Und deswegen wollen wir da eine Infrastruktur bauen, damit das Bewegen und Ausdrücken von Potenzialen wirklich möglich wird, wirklich real wird. Ja? Und wenn es jemanden, sage ich mal, gibt, der ein bisschen mutiger ist, dann können wir das jetzt auch gleich ausprobieren, nämlich alles, was wir, bitte, ja? Bist du bereit? Ja. Super. Also alles, was wir brauchen, ist eigentlich nur, dass du uns einen Wunsch oder eine Vision oder einen Traum oder eine Idee von dir sagst, wo du sagst, die möchtest du gerne umsetzen. Irgendetwas, wo du sagst, da brauche ich die Hilfe und Unterstützung von anderen Leuten. Ich würde sagen, das ist ja vielleicht von vielen keine Ratschläge bekommen. Von Umkreis, von mir, von Verwandten angefangen, Freunde, dass mir andauernd versuchen, mir Ratschläge zu geben, mich in Ruhe lassen. Aber das ist ja nicht etwas, wo du die Hilfe von anderen brauchst, sondern eher die Zurückhaltung von anderen, ne? Ja, gut. Ja, gehen wir mal darüber. Ja, genau, weil das nächste große Projekt ist, was ich jetzt angehen will, das ist wirklich eine spirituelle Universität, die nicht an einem Ort ist, wo das, was ich vorhin angesprochen habe, für die ganze Menschheit Wirklichkeit wird. Ganzheitliche Bildung wirklich, in der Höhe, Tiefe und Breite. Und wenn du das jetzt nicht auf Geld reduzierst, weil normalerweise sagen die Leute ihr Projekt und dann sagen sie das Budget dazu, was sie brauchen. Wenn du jetzt ein paar von den Dingen aufzählst, die du brauchst, um das zu realisieren, ja? Das heißt physische Dinge, Fähigkeiten, Kontakte, 3 oder 4 dieser Dinge, die du brauchst. Das sind Leute, die geistig mitarbeiten. Das zweite sind Leute, die in der Lage sind, Internet entsprechend diese Programme umzusetzen. Und drittens die Leute, die dann die kreativen Ideen haben, im Internet das so zu machen und auch didaktisch mit aufbereiten helfen, dass es vielen Menschen erreicht. Gut. Gibt es jemanden, der sich mit der Aufbereitung von Inhalten im Internet auskennt? Der das kann, der technisch dazu in der Lage ist, ja, inhaltlich? Du? Sie? Okay, gut. Gibt es jemanden, der inhaltlich bei so einem Projekt gerne mitarbeiten würde? Ja, aufzeigen. Okay, also sind mindestens, sage ich einmal, grob geschaut, 10 Leute hier, die sich einbringen wollen. Ja? Und was wir erlebt haben ist, dass es bei jedem Projekt so ist. Ja? Das geht sogar so weit, wenn man 5 Leute an einen Tisch setzt, die vollkommen unterschiedliche Projekte haben. Also einer will zum Beispiel eine Bäckerei machen, der andere möchte irgendein Maschinenbauprojekt machen, der dritte will eine Reiseagentur eröffnen und der vierte, ich weiß nicht was, eine neue Type von Flugzeug entwickeln. Was passiert? Diese vollkommen 4 unterschiedlichen Menschen tragen in einer Zeit von 3 bis 4 Stunden ungefähr 20-30% aller Dinge zusammen, die sie gegenseitig benötigen. Ja? Das ist echt faszinierend. Ja? Nämlich Leute, die aus vollkommen unterschiedlichen Branchen kommen, gar nichts miteinander zu tun haben, sich noch nie gesehen haben, ja?
und wo man wirklich glaubt, na, die passen jetzt wirklich absolut nicht zusammen. Die haben nichts miteinander zu tun. Aber was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft dahinter ist auch hier, dass wir die Antwort sind. Mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Potenzialen. Und dazu lade ich euch ein, die kennenzulernen, ja, nach oben zu befördern und sie an andere Menschen zu kommunizieren. Dann schwimmen wir schon bald in einem riesigen Meer an Möglichkeiten. Und dieses Meer an Möglichkeiten wird ein wesentlicher Faktor sein bei den Veränderungen der nächsten Jahre, die wir benötigen. Und ob wir das dann borgen, schenken, tauschen oder nur zur Hälfte bezahlen und zur Hälfte tauschen, ist im Prinzip dann wurscht. Ja? Wichtig ist, dass die Dinge mal an die Oberfläche kommen. Und ja, abschließend gesagt dazu, das, was ich euch erzählt habe, ist Realität. Diese Infrastruktur gibt es, sie wird laufend verbessert. Im Moment sind 106.000 Potenziale auf der Plattform. Wir haben im Prinzip ca. 5.000 Leute in diesen Veranstaltungen gehabt. Allein im Jänner waren es über 600 in einem einzigen Monat. Und das verstärkt sich jetzt gerade. Also momentan ist der stärkste Anstieg überhaupt seit in den letzten Jahren und ich denke mal, es wird so weitergehen. Und wenn ihr da Lust habt, bei diesem spannenden sozialen Experiment teilzunehmen, dann freue ich mich, wenn ihr mal unsere Seite besuchen wollt oder aber auch in einer unserer Veranstaltungen kommt. Und ich darf mich bedanken für die Zeit, hier kurz was sagen zu dürfen. Dankeschön. Danke dir, lieber Roman. Also nochmal für alle, Creality wie Kreativität und Reality. Ja, jetzt ist wieder auf der Mitte, passt. Dazu habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten vielleicht zum Anschauen, weil ich denke mal, warum habe ich eigentlich die Tüte mit? Moment. So rollen wir gerne durch die Gegend, weil das ist ganz praktisch, da geht es uns gut, das ist orange, das ist Hara-Chakra, das ist Gas und wir haben nach allen Seiten ein bisschen Stacheln, da bleibt da für uns was hängen. Wenn das Ganze ein bisschen größer wäre und ein bisschen dynamischer, nicht so festgefahren wie normal, könnte es so aussehen. Wenn das so aussehen würde und aus dem Hirnkastel rausgeht, würde das draus werden. Das ist schon mal eine ganze Menge mehr an Potenzial und hat auch mehr Farben. Aber außen hat sie wohl dieses Orange. Und wenn wir das dann noch vernetzen und merken, dass wir uns gar nicht blamieren können, weil ja jeder, sogar einer, der zum Mars fliegt, mit uns dabei ist, dann könnte möglicherweise das aus uns werden. Und das, glaube ich, so sind sie die Potenziale, mit denen wir geboren werden. Und meistens bleibt dann nach sehr viel Angst und Lebensweg das hier über. Und ich kann Ihnen einen Schritt verraten, wie man von da zum Großen kommt. Mit Humor, indem man die Dinge anschaut und drüber lacht. Jetzt habe ich noch was, und zwar ist mir gerade zugetragen worden, ein paar Dinge. Es war letztes Mal eine EU-Austrittsgeschichte, so eine Broschüre dort, vom Professor Schachtsteider, die ist irgendwo abhanden gekommen. Sollte die jemand versehentlich mitgenommen haben, was schön, wenn sie wieder zurückkommt. Wenn nicht, was auch schön, wenn sie wieder zurückkommt. Ja, das mal zum einen. Dann, weil wir gerade das mit dem Geld gehört haben, es ist wirklich sehr spannend, ich mache ja da ab und zu so Geschichten und die Dame, die schaut schon die ganze Zeit so, mit der habe ich noch schnell was vor. Wie viel Geld bräuchtest du, damit du glücklich bist? Jetzt. Das ist langweilig mit mir. Aber sie, du? Ja? Mit was gangst du richtig gut jetzt? Auf den Schlag, ohne dass du wüsstest, wo es herkommt? Ja, aber dass es richtig leicht war. 100.000.
Das sind 100.000 Euro. Also Backel ist 25.000. Da sind die Leute dann immer voll verblüfft, wenn du so ein Backel Papier rausziehst und legst das hin, sagst, das ist die Lösung all deiner Probleme und dann merken sie komplett, wie sie ins Eiern kommen mit ihren Emotionen, dass das überhaupt nicht stimmt. Dass das nur ein Vorwand des Gehirns ist. Was würdest du mit diesen 100.000 morgen machen? Oh, ich würde mir einen Ferrari kaufen, oder brauchst du nochmal 100.000? Ich würde es verschenken, spenden. Ja, aber dann brauchst du es ja nicht. Dann brauchst du nämlich nicht quälen, damit wem du es geben könntest. Ja? Also es ist ein ganz interessantes Experiment. Mit ein paar Backel Papier braucht man es nicht klauen, ist da drin nichts. Das sind sowieso ehrliche Menschen, die alle wissen, was wegkommt, kommt. Muss wieder zurück, also auch so bitte mit dem Professor Schachtschneider seiner Liste. Vielleicht wisst ihr ja, wo der hingekommen ist. Ja, bevor ich nun unsere letzte Sprecherin für heute ankündige, eine Frau, endlich geht es jetzt einmal in die Weiblichkeit, weil die kommen da eh ein bisschen kurz, immer die Frauen, aber das wird hoffentlich in Zukunft ein wenig besser werden, dass mehr Weiblichkeit. Gestern war Tag der Frau, welch Schande, vorgestern war Tag des Kühlschranks. Also bevor wir jetzt, weil wir gerade beim Geld sind und es geht jetzt praktisch um Geld, um Grundeinkommen, um Bedingungslosigkeit, um Basisversorgung etc. Und da kriegen wir gerade die Kurven wieder in Richtung Politik. Und da gibt es einen schlauen Mann, der hat mal Folgendes gesagt. Das war der Jean-Claude Juncker. Wir beschließen etwas, das mache ich jetzt fürs Radio nicht, weil ihr nicht lesen könnt. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. So werden Gesetze gemacht und Recht und Ordnung geschaffen, ohne dass man es mitkriegen. So während der Olympiade in Sochi, dort mal kurz einmal die Fracking-Gesetze aufstellen. Das ist genau diese Geschichte, ja. Während den Winterspielen macht man ein bisschen TTIP und ein bisschen CETA und ein bisschen Tralala. Also das ist schon ganz interessant. Und es ist sehr schön. Das mache ich nachher noch mit der Ankündigung, dass die Hartwig Soyoye Rothschädel. Ist das richtig? Fast. Okay, du sagst das dann selber. Also die Hartwig Rothschädel bei uns heute ist und schön, dass du so lange gewartet hast und wir sind jetzt ganz Ohr und ich bitte euch nochmal um die ungeteilte Aufmerksamkeit für die Hartwig. Bitteschön. Dann sage ich nochmal einen schönen guten Abend. Es ist ja recht schwierig, wenn man die letzte Sprecherin ist und schon drei Vorträge vorher gehört hat, da man dann eigentlich immer die Teile der Vorträge davor versucht zu integrieren in den eigenen Vortrag und man merkt dann, okay, das passt, das bringt einen Teil auch zu dem dazu, was man sagen will. Vielleicht zu meiner Person, also ich bin die Hartwig Schoje Rothschädel, ich habe verschiedene Funktionen, bin einerseits koordiniere ich die Linke in Österreich, ich koordiniere auch die Bürgerinnenbeteiligung Mitbestimmung in Salzburg, mache auch sehr viel in der TTIP-Stoppen-Plattform, wo auch sehr viele Organisationen vereint sind und versuchen, diese Freihandelsabkommen zu verhindern. Wir haben heute schon sehr viel von Potenzialen, von Talenten gehört und mein Thema heute bezieht sich auf das bedingungslose Grundeinkommen. Auch da ist mal, steht am Anfang immer die Frage, was würde jemand machen, wenn wir nicht mehr für unser Einkommen sorgen müssen?
Wir sind es ja so gewohnt, dass wir etwas machen, dafür bezahlt werden, dass wir leisten, dass wir funktionieren müssen. Und alleine diese Frage, so wie du der Kollegin zuerst mal das Geld hingelegt hast, so, was mache ich jetzt damit, ist auch für uns diese verrückte Frage, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, was mache ich dann überhaupt damit? Was mache ich mit meinen Talenten, wenn ich nicht mehr dafür sorgen muss, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich meine Fixkosten zahlen kann, dass ich für mein Essen gesorgt habe? Was tue ich dann? Weil dann auf einmal ein ganz anderes Potenzial natürlich in meinem Leben frei wird. Vielleicht versuche ich euch irgendwie zu erklären, du kannst ruhig die erste Folie stehen lassen und ich mache den Vortrag frei. Ich habe an und für sich Folien da, aber es ist, das ist dann, das müssen wir mal kommunizieren. Das ist, glaube ich, so leichter. Das heißt, mal vielleicht zu erklären, was ist überhaupt ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein bedingungsloses Grundeinkommen hat so vier Voraussetzungen. Nämlich einerseits, es ist bedingungslos, das heißt, es ist nicht an Bedürftigkeit geknüpft, du musst nichts dafür leisten, du musst keine besonderen Ansprüche erfüllen, rein der Umstand, dass du ein Mensch bist auf dieser Erde, reicht dafür aus, dass du ein Grundeinkommen bekommst. Es ist individuell, das heißt, es bekommt jede Person, was es, und was auch sehr wichtig ist, es ist in einer ausreichenden Höhe. Das heißt, es ist nicht so, wie es jetzt, was wir jetzt in Österreich zum Beispiel haben, also eine Mindestsicherung, die für eine Einzelperson irgendwo um die 800 Euro liegt, die ja nicht existenzsichernd ist. Das heißt, also dieser Druck weiterhin bestehen bleibt, zu funktionieren zu müssen, vermittelt werden zu müssen. Das heißt, also die Existenzangst weiterhin besteht. Und sie ist auch, sie wird jedem Individuum zugestanden, das heißt auch in einer Familie, ob Männer, Frauen, Kinder, haben Anspruch auf dieses Grundeinkommen. Jetzt muss man sich, kommen dann natürlich sofort eigentlich so, wie wir eben alle sozialisiert sind, also die Frage, was ist dann, ja, wer arbeitet dann noch überhaupt noch, nicht? Also wenn jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Und dann ist meistens eigentlich sofort das zweite Argument, ja, und wer macht dann eigentlich so praktisch die ganze Drecksarbeit, die niemand machen will? Ja, das sind so diese zwei Sofortargumente, die kommen bei einem bedingungslosen Grundeinkommen. Erstens einmal, wir haben heute eigentlich schon von vielen Menschen gehört, dass Menschen an sich einen inneren Drang haben, etwas kreativ zu machen, etwas zu tun. Ich sage immer, das beste Beispiel für funktionierendes Grundeinkommen sind Pensionisten und Pensionistinnen und Kinder. Ich kenne keine Menschen, die eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wie Pensionistinnen, die im Grunde genommen also ihre Existenz gesichert ist. Ich kenne niemanden, dem langweilig ist, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit macht. Und ich kenne auch keine Kinder, die hinausgehen, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Das heißt, wir sehen, dass eigentlich Menschen grundsätzlich in sich einen Drang haben, etwas zu verwirklichen und zu tun. Dann kommt oft eigentlich die nächste Frage, ja, wie kann man das finanzieren? Das geht doch nicht. Ne? Und da gibt es aber genug Modelle, die durchgerechnet sind. Grundsätzlich gehen die Modelle davon aus, dass wir ja dadurch eigentlich einen großen Overhead an Sozialverwaltung nicht mehr brauchen. Wir brauchen niemanden, der mehr Arbeitslosengeld auszahlt, Sozialhilfe auszahlt und weiß ich, unsere ganzen Transferleistungen, die wir sonst noch haben, die benötigen wir ja nicht mehr. Und es fallen viele Steuern unten drunter weg, also auch alle die Sozialabgaben, die auf unserer Arbeitsleistung drauf liegen, fallen dann weg. Und wir brauchen eigentlich über die Steuer, über die Mehrwertsteuer, kann man das eigentlich alleine finanzieren. Also die Finanzierung ist eigentlich sehr gut durchgerechnet. Jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie ein Spintisierer, ein ganz ein neues Projekt. Aber die Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens, das gibt es schon seit 1920, besonders in den englischsprachigen Ländern wurde das schon sehr breit diskutiert. Und es gab auch zum Beispiel vor einem Jahr eine europäische Bürgerinitiative, die dieses Thema behandelt hat und wo auch in ganz Europa 250.000 Menschen sich dafür ausgesprochen haben, dass die Bedingungen besser erforscht werden. Also das heißt, dass man einfach auch schaut, wie kann man das besser gesetzlich umsetzen.
Wir haben also jetzt diese Situation, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen auf einmal ganz andere Potenziale freisetzen kann. Warum brauchen wir das? Das ist ja schon so eine gewisse, natürlich jetzt eine starke politische Frage, ja. Aber wenn wir uns ansehen, wir haben auch derzeit in Österreich ungefähr 500.000 arbeitslose Menschen, inklusive der Schulungen. Und wir haben eine Situation, dass wir davon ausgehen können, dass wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren sehr viele Arbeitsplätze wegrationalisiert haben, ausgelagert haben und dass diese Arbeitsplätze auch nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir haben in Österreich ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die um die Armutsgefährdung herum leben. Das heißt, alle diese Menschen haben eigentlich keinen gleichen Zugang zu einer Existenzsicherung wie andere Menschen. Und das ist eigentlich zutiefst ungerecht, weil es auf Dauer nicht lösbar ist. Auf Dauer werden wir das nicht lösen, dass wir sagen, okay, durch ein tolles Wirtschaftswachstum haben jetzt wieder auf einmal alle Arbeit. Wobei wir davon auch ausgehen müssen, was für eine Art von Arbeit. Eine Arbeit, die uns Menschen teilweise aufzwingen und oder vielen Menschen auch eigentlich aufzwingen, die sie nie annehmen würden, wenn sie es nicht müssten. Es gibt auch dazu Umfragen, wo Menschen gefragt haben, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hättest, würdest du noch weiter arbeiten? Dann sagen 90% der Menschen, ja natürlich, ich würde weiter arbeiten. 60% sagen, sie würden den gleichen Beruf weitermachen. Und 30% sagen ungefähr, okay, ich würde wahrscheinlich etwas anderes arbeiten, als ich jetzt arbeite. Vielleicht weniger Stunden arbeiten und vielleicht eine andere Arbeit machen. Also wir sehen, dass die Menschen, so wie wir alle sind, wir alle gern etwas tun, nützlich sind und unsere Talente einsetzen wollen. Wie ist die Situation derzeit zum bedingungslosen Grundeinkommen? Durch die Europäische Bürgerinitiative ist es sehr breit diskutiert worden in ganz Europa und es haben sich große Netzwerke gebildet. In allen Ländern gibt es nationale Netzwerke zu dem bedingungslosen Grundeinkommen und es wird weiter thematisiert. Es ist schade, dass bei der Europäischen Bürgerinitiative dieser Forschungsauftrag nicht praktisch angenommen worden ist von der EU. Wie kann man das umsetzen? Aber es ist jetzt sehr dezentral, wird an dem weitergearbeitet. Und zum Beispiel in der Schweiz gibt es 2016 eine Volksabstimmung darüber, über die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist das erste europäische Land, das verbindlich darüber abstimmen wird, ob so ein Grundeinkommen eingeführt wird. Jetzt habe ich mir selbst das Stichwort gegeben. In der Schweiz wird es eine verbindliche Abstimmung geben. In der Schweiz können Sie darüber abstimmen, in Österreich kann man darüber nicht abstimmen. Was haben wir jetzt also praktisch für Chancen, Dinge in der Politik, in der Gesellschaft, Sozialpolitik zu bewegen mit einer Initiative von den Menschen? Wenn wir uns die Situation in Österreich anschauen, wir wissen, dass wir derzeit Situationen haben, wo wir keine Verfassungsmehrheiten mehr zusammenbringen. Das heißt, es ist sehr schwierig, eigentlich grundlegende Änderungen durchzubringen. Und alle, Großteil der Menschen, die, denke mir, die heute hier sitzen, meine Frage, wer hat schon mal bei einem Volksbegehren unterschrieben? Wer hat bei einem Volksbegehren unterschrieben, dass irgendwie auf irgendeine Art und Weise gesetzlich umgesetzt wurde? Sind dann schon sehr viel weniger. Ja? Warum? Weil wir eben eine Situation in Österreich haben, dass wir eigentlich von den Menschen her kein Initiativrecht haben. Das heißt, Initiativrecht heißt, wir können von uns aus keine Gesetzesvorschläge machen. Wir haben in Österreich nur das Instrument von der Volksbegehren. Das heißt, ich kann dorthin gehen, unterschreiben, aber es besteht überhaupt keine Verbindlichkeit, aus dem heraus neue oder andere Gesetze zu schaffen. Das ist ein großer Nachteil, ja, weil es eben keine Verbindlichkeit hat. Wir haben eine Situation, mein Thema ist ja heute auch direkte Demokratie, dass es in der Schweiz Situationen gibt, wo ich mit 100.000 Unterschriften einen verbindlichen Volksentscheid hervorbringen kann, der eine Verfassungsänderung hervorbringt. Das heißt,
Ich habe die Situation in Österreich, wir haben Volksbegehren gehabt, die haben 200, 300, 400.000, das Konferenzzentrum hat glaube ich über 1 Million Unterschriften gehabt, alle ohne jegliche Auswirkungen. Also ein großer Teil aller österreichischen Volksbegehren der letzten Jahre wären sie in der Schweiz durchgeführt worden, hätten sie alle zu Gesetzesänderungen führen müssen. Ob das das Gentechnik-Volksbegehren war, das Bildungs-Volksbegehren, alle die Dinge, die uns allen irgendwo so am Herzen liegen, hätten in der Schweiz immer zu verbindlichen gesetzlichen Maßnahmen führen müssen. In der Schweiz kann ich auch jedes Gesetz, Bundesgesetz mit 50.000 Stimmen zum Kippen bringen. Geht bei uns überhaupt nicht. Das heißt, was hat das für eine Auswirkung, wenn eine Politik, bei uns ist ja die Erklärung von der Politik immer, naja, wir haben eine repräsentative Demokratie. Aber wenn wir uns dieses Wort repräsentative Demokratie vor Augen führen, dann müssen wir doch wissen, was heißt denn repräsentativ? Wen repräsentiert denn die Politik, wenn nicht die Menschen, die ihren Willen zum Ausdruck bringen? Das heißt, du hast in der Schweiz die Situation, dass Politik, bevor sie Gesetze beschließt, einfach viel genauer hinhorchen muss, was wollen die Menschen wirklich, weil sie wissen, dass ihre Gesetze so leicht auch gekippt werden können, beziehungsweise relativ leicht eine Volksabstimmung gemacht werden kann. Der Unterschied auch zu Österreich ist, in der Schweiz hat, bevor es zu einem verbindlichen Volksentscheid kommt, eine sehr lange Vorlaufzeit. Das heißt, es ist zum Beispiel jetzt zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ist 2013 eingereicht worden, wird es erst 2016 zu einer Abstimmung kommen, weil das einen Prozess durchgeht, weil es einen breiten Diskussionsprozess bei den Menschen gibt, alle Menschen auch eine sehr ausgewogene Information kommt mit beiden Seiten, Standpunkt von beiden Seiten und die Menschen wirklich eine Entscheidungsgrundlage haben, etwas zu entscheiden. Wie schaut das jetzt in Österreich aus? Österreich schläft natürlich nicht. Das heißt, es gibt auch hier Bemühungen, Instrumente zu installieren, die mehr direkte Demokratie ermöglichen. Wir haben derzeit im Parlament, im Nationalrat, eine parlamentarische Enquete laufen mit 5, 6 Terminen, wo ausgelotet werden soll, wie auch in Österreich mehr direkt demokratische Instrumente installiert werden können. Hat wer schon etwas davon gehört? Na, hört man nichts davon, oder? Dass praktisch gerade auf Bundesebene diskutiert wird, was kann man einführen? Es ist medial absolut nicht präsent, was da gerade passiert. Die Diskussionen kann man auf der Parlamentsseite im Livestream auch anschauen. Läuft aber praktisch nebenbei irgendwo, nicht? Also eine so ganz grundlegend wichtige Diskussion wird medial überhaupt nicht, ist überhaupt nicht präsent. In Salzburg gab es auch eine parlamentarische Enquete im Land Salzburg. Alles, was im Moment dabei herauskommt, ist, dass man eigentlich solche Art von Bürgerinnenräten installiert, was im Grunde genommen sind, dass man so wie ein Geschworenengericht per Losverfahren einige Menschen zieht und die dürfen dann so ihre Meinung zu etwas dazu sagen. Das ist natürlich absolut nicht das, was im Interesse von wirklich von den Menschen ist, irgendwo verbindliche Entscheidungen herbeizubringen. Und darum ist es jetzt so wichtig, auch achtsam zu sein, dass die Forderungen nach mehr Mitsprache und Mitbestimmung nicht verwässert werden. Wir hätten jetzt zum Beispiel für alle, die Salzburger sind und das ein bisschen mitbekommen haben, es gab jetzt das Salzburger Modell der direkten Demokratie, es liegt auch so ein bisschen auf euren Tischen, wo eigentlich das erste Mal, das wäre eigentlich ein Pionierprojekt in ganz Österreich, das erste Mal auf kommunaler Ebene die Möglichkeit wäre, in der letzten Stufe verbindlich abzustimmen. Also könnt ihr euch jetzt irgendwie vorstellen, warum dieses Modell jetzt einmal vorläufig versenkt wurde von der Stadtpolitik, obwohl es fertig ausgehandelt war, weil es natürlich ganz Österreich hat auf Salzburg geschaut, ob sie dieses Modell durchbringen oder nicht. Ja, weil es das erste Mal ein wirklich direkt demokratisches Instrument in Österreich wäre. Und deshalb ist es so wichtig jetzt,
dass wir auch da nicht locker lassen und unsere Rechte einfordern, dass wir mitbestimmen dürfen und nicht nur mitreden dürfen. Ich möchte auch noch mal so darauf aufmerksam machen, dieses Element auch der direkten Demokratie, nämlich ein Gesetz vorschlagen zu können, sprich ein Initiativrecht zu haben. Wir dürfen ja nur über Dinge volksbegehren oder abstimmen, was uns irgendwie praktisch vor die Nase setzt. So, okay, also wir dürfen in Österreich, wenn die Regierung sagt, bitte entscheidet doch, wie beim Wehrbefragung, Volksabstimmung, ne, zum Wehrdienst, dann dürfen wir unsere Meinung dazu sagen. Aber wir können keine eigenen Themen setzen. Deshalb ist das auch so wichtig, dass wir da mehr Rechte bekommen. Wie bekommt man mehr Rechte in einer Demokratie? Sie werden einem nicht geschenkt. Das allgemeine Wahlrecht ist nicht einfach passiert, sondern demokratische Rechte werden erstritten und erkämpft. Auch in der Schweiz sind sie ihnen nicht geschenkt worden. Sie sind nicht einfach passiert, weil es da immer um eine gewisse Abgabe von Macht geht. Und deshalb ist einfach meine Einladung auch, hier wachsam zu sein. Bei all dem, was wir besprechen, werden wir immer trotzdem Rahmenbedingungen brauchen, wie wir Gesetze durchsetzen können. Wir dürfen uns nicht hinausdrängen lassen aus diesem gesetzgebenden Prozess, aus diesem Staat. Ja, wenn wir uns zurückziehen und sagen, okay, es ist eh alles sinnlos, lasst die machen, das wird uns nichts nützen. Wir verdrängen nur Probleme. Nur wenn wir wieder uns einmischen in die gesetzgebenden Prozesse und in eine Politik, dann können wir etwas bewegen. Und wir brauchen wirklich Instrumente der direkten Demokratie, damit wir die Dinge auch wieder bewegen, weil nur über Verfassungsmehrheiten werden wir sie nicht zusammenbekommen. Ein paar Termine wollte ich euch noch mit sagen. Es gibt auch, ich habe hier auf dem Zettel, auf den meisten Tische auch draufgelegt, einige Links auf Facebook und auf im Web von verschiedenen Organisationen, die in der direkten Demokratie etwas machen, die aber auch zum bedingungslosen Grundeinkommen etwas machen. Ich habe auch ein paar Veranstaltungen, die im nächsten Monat stattfinden, von verschiedenen Organisationen dort angeführt. Es gibt einen interessanten Vortrag und Diskussion am 16. März in der Robert-Jung-Bibliothek, Albert Camus und die Demokratie als Revolte, wo es auch genau um dieses Thema geht. Demokratie muss weiterentwickelt werden, aber muss auch immer erkämpft werden. Es geht auch um im St. Virgil am 23. April um Transparenz und Beteiligung, wo es auch Vorträge und Workshops gibt zu mehr Mitbestimmung und Beteiligung. Es gibt in Salzburg eine Arbeitsgruppe zu bedingungslosem Grundeinkommen, wo alle herzlich eingeladen sind. Der nächste Termin ist am 26. März, ist eine breite Gruppe von verschiedenen Organisationen, die daran arbeiten, wo es darum geht, einfach mehr Menschen von dieser Möglichkeit zu erzählen. Und freue mich über Interesse und lade euch einfach nur ein, auch da wachsam zu bleiben, wie wir mit unseren Instrumenten mehr bewegen können. Danke. Ganz herzlichen Dank für deine Ausführung. Ich gebe dir dann deinen Stick, gell, der steckt da noch drin. Meine Damen und Herren, wir sind super in der Zeit heute, weil wir haben auch schon Abende gehabt, da war es dann irgendwo 10:30. Wir haben gut Zeit, ich habe gesehen, die Damen zücken die Stifte, notieren die Termine, also auch nochmal ein paar Termine jetzt zu dem, die genannt sind. Die nächste Montagsinfo hier gibt es am 20. April, dann am 12. März nochmal der Hinweis, Axel Burkhardt in Bad Reichenhall. Am 30. März bin ich bei der Manuela beim Freundeskreis. 18. April das Salzburger Treffen von den ganzen NGOs bezüglich TTIP. Bitte, ja. Also nochmal Klarstellung, am 18. April ist ein
großer globaler Aktionstag gegen die Handelsabkommen TTIP, CETA und TISA. Das wird kein Treffen von NGOs, sondern das sind große Demos, da sollen alle dabei sein. In Salzburg ist die Demo um 14 Uhr an im Unipark Nonntal. Also wirklich kommen und kommt mit Schüdeln, Transparente, Lärm machen, laut sein, präsent sein. Wir haben gute Chancen, diese Abkommen zu kippen und wir haben die Macht dazu und sie sind schon sehr im Wanken. Also kommen. Ja, also man darf ruhig merken, dass wir nicht mit allem mehr einverstanden sind. Ich für meinen Teil habe es sogar jetzt so weit gemacht, dass ich sage, ich frage gar niemanden mehr. Ich tue es einfach und wenn sich keiner beschwert, ist es beschlossen. Und wenn sich jemand beschwert, lerne ich ihm was dazu. Wir sind ja füreinander da. Und das ist ganz wichtig, dass wir das so machen. Ist denn jetzt zu den Sprecherinnen oder zur Sprecherin und den Sprechern heute sind Fragen da? Der Roman Padivi hat leider fahren müssen, weil der letzte Zug jetzt dann um 10 wieder Richtung Wien fährt. Also alles, was Creality betrifft, können wir da jetzt nur bedingt beantworten. Aber gibt es Fragen zum Thema der Mensch als Seelenträger oder zum Thema menschenwürdige Bildung? Wir haben ja gerade jetzt noch mal kurz ein bisschen beraten, ob wir den Bildungsweg nicht noch ein bisschen ausweiten, weil einfach auch über die Natur, da sind wir wieder beim Rudolf Steiner, der sich ja viel mehr mit der Natur beschäftigt hat, wie jetzt die Frau Maria Montessori, die hat sich mehr mit den Figuren und mit dem Spielerischen beschäftigt und ist ja ganz interessant, das, was da Axel Burkhardt angesprochen hat, ich beschäftige mich ja mit der Ahnenlehre und von den alten Vedisten her oder vom Vedismus her, da braucht die Seele bis zu 5x7 Jahre, bis sie hier ist und das sind genau diese Jahrsiebte, in denen diese Zyklen laufen, mit denen sich ja auch der Steiner Rudi Gott beschäftigt hat. Fragen von Ihrer Seite? Ja, Moment. Das ist mehr eine spielerische Frage. Nebenan ist das Lehrerstüberl. Das ist so. Nebenan, Lehrerstüberl. Wisst ihr das? Sind da Lehrer drinnen? Nebenan ist Lehrerstüberl und vielleicht ist es leer. Mir ist nur aufgefallen beim Rausgehen aufs WC, Lehrerstüberl steht nebenan. Das ist interessant. Das ist keine Frage, das ist nur so. Okay, danke. Ja, aber überfallen tun wir es nicht. Ich meine, die Lehrer sind ja auch, das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn wir aufhören, Feindbilder zu produzieren, die Buddhisten haben ja da einen recht schönen Spruch, der heißt, jeder Mensch ist entweder dein Freund oder dein Lehrer, dann gibt's keine Feindbilder mehr, außer man macht sie Lehrer zu Feinden. Es ist wirklich ein sehr interessanter Spruch, wenn man den beherzt, nicht nur behirnt. Jeder Mensch ist entweder dein Freund oder dein Lehrer. Dann könnt's morgen im Einkaufszentrum Lehrer so hergehen. Vielleicht ist zwischendurch ein Freund dabei, ist doch ganz nett. Aber man muss sich nicht mehr vor Feinden schützen. Das ist eine ganz interessante Betrachtungsweise. Und in der Betrachtung ist auch die Achtung drin. Sind noch Fragen da? Wehe, wir sammeln jetzt dann grüne Zettel ein und da stehen Fragen drauf, die nicht gestellt wurden. Ja? Ja, die Spenden, also wo die Spendenbox, ja, das ist natürlich sehr schön, dass du darauf hinweist. Also Gaben, ja, Eingaben, Angaben, Dreingaben, Hingaben, Ausgaben, aber nicht mehr so viele Aufgaben. Wenn wir mit unseren Begabungen uns mehr hingeben, dann bleibt für uns alle mehr übrig. Ja, wenn da sonst nichts mehr da ist, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, bei euch zusammen.
fürs Kommen, fürs Dabeisein, für die Präsenz der Einheitskompetenz. Und mehrheitsfähig, glaube ich, braucht man gar nicht werden, weil wenn jeder Mensch ein individuelles Geschöpf ist, ein Gott unter Göttinnen und Göttern, dann sollten wir uns einfach auch behandeln wie Götter. Und die Götter, die ganz oben, die haben sie nie weh da, auch nicht, wenn sie Krieg geführt haben. Ja, die Feldherren haben sie selber nicht weh da. Die haben also immer nur ihr Kampfvieh dahin geschickt. Und wenn wir es uns selber als Gotteslichter, nicht als kleine Lamperl, sondern als große Leuchten sehen, Leuchttürme kämpfen übrigens auch nicht. Also habe ich noch nie gesehen, dass irgendwie Leuchttürme aufeinander zureiten und sich da, ich leuchte dich nieder, du Leuchte, du Armleuchter. Ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich am 20. April. So Gott will, sehen wir uns wieder hier bei der 9. Montagsinfo. Ich bin heute schon gefragt worden, ob wir das schon öfters machen und warum das nicht Demo heißt, weil wir gesagt haben, wir demonstrieren hier nichts, wir mahnen auch nicht mehr und wir warnen auch nicht mehr. Und mich hat jemand angeschrieben und gesagt, ich finde das so klasse, was ihr da in Salzburg macht, das funktioniert viel besser wie in Schleswig-Holstein bei unseren Mahnwachen. Weil eine Mahnwache klingt immer so, hab Acht da und warn. Ja. Die Warner Brothers sind in Amerika. Ja. Bei den Universal Studios gleich schräg gegenüber an die Warner Brothers. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr warnen, sondern wir sollten eher singen, zum Beispiel mit einer Freilass-Singerin. Und ja, wir freuen uns, wenn es wieder kommt. Behüte euch Gott oder an wen ihr auch immer glaubt. Gehabt euch wohl, herzlichen Dank und einen schönen Abend. Schönes Warm gemacht. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt, dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen, den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben es irgendwie kapiert, weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen, den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben es irgendwie kapiert, weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub sie rehrer vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, we'll jump the freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, we'll jump the freedom.
Und stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Und die Welt ist eine riesen Community, die Blärer. Hey, hey.